Wo geht's denn hier hin? Will ich das überhaupt wissen? Anscheinend nicht. So, aber wir speichern nochmal. Ach, hier liegt noch eine Akte? Okay. Joseph Polzer. Alles, was ich über das Gebäude in Erfahrung bringen konnte, war der rechtmäßige Besitzer, Joseph Polzer. Den Namen musste ich von niemandem überprüfen lassen. Der Typ ist bei der Sittenpolizei. Niemand mag ihn. Er fragt immer dumme Fragen, mischt sich in Unterhaltung ein, sowas eben. Ich konnte keine Verbindung zu Jigsaw feststellen. Vielleicht ein weiteres totes Ende. Sofern er nicht Jigsaw mit Namen von Junkies zum Töten versorgt. Die meisten von Jigsaws Opfern sind bis jetzt Junkies gewesen. Wenn Jigsaw involviert ist, wird er zu Polzers Haus kommen. Na, wenn du das meinst. Okay, aber wir kommen jetzt in den Access Room. In den Exzessraum. Also ich muss sagen, der Raum ist von allen noch der hellste. Von allen Räumen noch der hellste. Und ich ahne schon wieder irgendwie ein Minispiel oder sowas. Sesam, öffne dich. Das gefällt mir hier nicht. You try so hard to forget your past. I'm here to remind you. Listen, Michael. I know he didn't have a warrant when he stormed Jigsaw's hideout. There's your story. The editor of the Herald is a buddy of mine. You give him that story with some proof, and I'll get you a desk. Think about it. You get what you've always wanted, and the truth comes out. The truth, Michael. Amazing device, isn't it? Matters of life and death, all on a tiny magnetic strip. You are a fucking psychopathic murderer. The difference between you and me is simple. You destroy lives for money. I save people from themselves. Tja, da hat er ja recht eigentlich. Ja, Sesam, öffne dich. Also ich glaube, wenn wir jetzt schon Jigsaw persönlich begegnen, sind wir so ziemlich am Ende vom Spiel. So. Entkommen Sie der Schneidemaschine? Bitte was? Welche Schneidemaschine? Ich will nicht klein geschnitten sein. Ach, fick dich! Was? Der Schna... Meinen die etwa den mit Schneidemaschinen oder was? Dann eben nochmal Y, X. Dann renne ich eben. Idiot, Idiot. Fuck! Scheiße!
Das war schon ziemlich gut, aber... Ich weiß nicht, wo ich hinrennen muss. Ich muss bestimmt da drüber springen oder so. Über die eine Dings da. Das ist eine Loch im Boden. X, B. La 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 la. Alter, ich hab B gedrückt. Was willst denn du? Oh, leck mich doch am Arsch. Vor allem, wo soll ich denn hinrennen? Kommen Sie der Schneidemaschine. Ja, toll. Y, B. Verpiss dich, du Spasti. Schnell, schnell, la 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 la. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig laufe. Alter, ich hab X gedrückt, du Arschloch. Oh, du Arschlochspiel, ganz ehrlich. Mann, ey. Dann eben nochmal. X und B. So, verpiss dich, Mann. Alter, was willst du denn von mir? Oh Mann, ey, das kotzt mich an, dieses Kackspiel. Weißt du, da drückst du den Knopf, den es will, und dann passiert nichts. Ah, ich hasse es. So, da habe ich ein bisschen aufgehalten. Ach du Scheiße. Bitte was? The blood is so warm. Ey. Ich bleibe ruhig. Nur nicht aufregen.
Ach, Mann. Ja, schau, ich brauche nur noch diese, ist ja schön für dich. Laufe ich hier richtig? Natürlich nicht. Haha, du bist ja witzig. Okay, der steht da hinter der Tür. Ich kapiere es nicht. Der steht da hinter der Tür und macht nichts. Aber kommt dann rein, ich check's nicht. So, ich probier's jetzt nochmal. Dass der auch immer so rumschreit. La 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 la. Ja, dann probier's doch. Ja. Yeah! Ha! Das nenne ich mal platt gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Checkpoint wäre jetzt hier ganz schön. Da haben wir noch eine Fallakte rumliegen. Ich bin in Polzers Haus eingebrochen und habe eine Wanze ins Telefon eingepflanzt. Ich habe sie im Spionshop gekauft. Ziemlich einfaches Zivilistenzeug. Ich habe es mit meinem Aufzeichnungsgerät verbunden. Wenn Jigsaw anruft oder wenn Polzer ihm anruft, habe ich es auf Band. Ich sag nichts hierzu. Ach, cool. Nein. So, ach, cool. Ich hab's beim ersten Mal geschafft. Da freue ich mich. Na, super. Finden Sie die Zuflussröhre. Aber ich glaube, ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, tschüss!